we are angry that leaders at the end commit to long-term targets but not commit to the immediate measures needed to give a clear frame to the industry to phase out fossil fuels and to enter into renewable energy in a much more rapid way. Olaf Scholz hat es hier in Elmau verpasst, die Zeitenwende auch im Klimaschutz einzuleiten. Wir hätten uns klare Beschlüsse von ihm erwartet zum Ausstieg aus der Kohle bis 2030, zum Ausstieg aus dem Verbrenner bis 2030, um der Welt zu demonstrieren, die wichtigsten Industrienationen werden ihrer Verantwortung gerecht und setzen einen klaren Rahmen für die fossile Industrie, die nach diesem Gipfel sich freut über jedes Schlupfloch, was dieser Gipfel wieder offen gelassen hat. Ja, angesichts der multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, können wir eigentlich nur von einem historischen Versagen sprechen. Wir befinden uns in einer Krise der extremen sozialen Ungleichheit, in einer Klimakrise. Wir haben Millionen von Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. Und die G7 haben es nicht geschafft, hier zu delivern, hier wirklich konkrete Zusagen zu machen, um diese multiplen Krisen anzugehen. Die G7 hätten auf jeden Fall ihren Teil dazu beitragen müssen, um den globalen Nothilfeaufruf der UN zu finanzieren. Was sie hier versprochen haben, sind 4,5 Milliarden Dollar. Das reicht bei weitem nicht aus. Sie hätten mindestens weitere 28 Milliarden Dollar geben müssen, um diesen Nothilfeaufruf zu finanzieren. Und nicht nur bei der Finanzierung, auch bei den Beschlüssen bleiben die G7 hinter dem zurück, was hätte passieren müssen.